Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir Ihnen etwas über die Sicherheitskupplung erzählen, denn Stillstandszeiten bei Anlagen oder Antrieben können bis zu Hunderttausende von Euros kosten. Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage und der störungsfreie Betrieb bzw. die schnelle Verfügbarkeit nach einem Crash sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl des einzusetzenden Überlastschutzes. Heute habe ich als Unterstützung meinen Kollegen Christopher Monka bei mir, der uns heute einige Fragen zu diesem Thema beantworten wird. Hallo, schön, dass du da bist, Christopher. Hallo Aline, danke. Dann fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Gegen was müssen wir unsere Maschine denn genau schützen? Mit einem Wort, gegen Drehmomente, sprich gegen rotierende Kräfte. Wir haben mal hier einen typischen Drehmomentverlauf dargestellt. Heißt, die Elektromaschine fährt an. Dabei ist es völlig egal, über einen Frequenzumrichter oder über das Kippmoment. Ich habe zwischendurch immer so kleine Spitzen noch mit drin, die durch Werkzeugwechsel oder woher auch immer kommen. Die sind prozessbedingt und auch nicht weiter schlimm. Kritisch wird es nur dann, wenn ich irgendwann an einen Punkt komme, wo auf einmal das Drehmoment exponentiell theoretisch sogar gegen unendlich ansteigt. Verursacht durch ein falsch eingelegtes Werkstück, verursacht durch mangelnde Toleranzen, verursacht durch einen Bedienfehler oder schlechtweg einen Bug in der Programmierung. Das kann vielfältige Ursachen haben. Und dieser Anstieg des Drehmoments beendet die Existenz des schwächsten Mitgliedes im Antriebsstrang. Und die Physik verzeiht nicht. Ihr ist es egal, ob das ach so teure Getriebe bei 2000 Newtonmetern Halt macht oder Halt machen soll. Nein, sie geht einfach durch. Und wenn ich Pech habe, ist mein Antriebsstrang zerstört an der Stelle. Und dafür kann ich eine Sicherheitskupplung einsetzen, um die kinetische Energie, die in diesem Antriebsstrang wirkt, zu begrenzen. Mhm, super. Wie ist denn die Sicherheitskupplung genau aufgebaut und wie schützt sie genau die Maschine? Die Sicherheitskupplungen von R&W arbeiten nach dem federvorgespannten Kugelrastprinzip. Wir haben hier einen Schnitt, den kann ich gerne mal zeigen. Federvorgespannt deswegen, weil wir arbeiten hier mit Tellerfedernpaketen. Die Tellerfedern drücken auf einen Schaltring. Dieser Schaltring wiederum drückt auf eine Kugel. Und diese Kugel sitzt zur Hälfte auf der Abtriebsseite in einer entsprechenden Passung, in einem Passungssitz. Wenn jetzt die auf die Kugel wirkende Tangentialkraft so groß wird, dass die Tellerfeder die Kugel nicht mehr in die Passung drücken kann, rutscht das Ganze nach vorne aus und lässt in dem Moment den gesamten Antriebsstrang auf Last trennend arbeiten. Das heißt, ich kann im Bereich weniger Millisekunden meinen kompletten Antriebsstrang völlig lastfrei schalten. Schneller als mit jeder elektronischen Begrenzung, beispielsweise durch den genannten Frequenzumrichter. In der Praxis sieht das Ganze dann in etwa so aus. Wir haben hier eine drehelastische Kupplung, eine Klauenkupplung mit integrierter Sicherheitsfunktion. So, das Drehmoment wird übertragen und plötzlich kommt es zu dem Crash. Und in dem Moment schaltet die Sicherheitskupplung. Und wie wir sehen können, sind beide Teile vollständig lasttrennend arbeitend. Nach Beseitigung der Schadensursache gehe ich zur Kupplung, raste die einfach mit zwei Fingern wieder ein und ich kann meinen Betrieb wieder aufnehmen. Ich dachte, dass das über die elektronische Motorstrombegrenzung geregelt wird. Ja, das kann man machen. Das sehe ich auch häufig draußen, dass dann über den Frequenzumrichter beispielsweise die Spannungsaufnahme der Antrieb geregelt wird und dass darüber Lastspitzen abgefedert werden. Nur man muss sich ganz einfach vorstellen, wenn es zu einem Crash kommt, dann steigt dieser innerhalb weniger Millisekunden an. Und die Elektronik kann nur merken, dass da eine Störung ist. Sie kann sie aber nicht begrenzen. Das heißt, da wird immer noch ein zusätzliches Bremssystem benötigt. Außerdem ist die elektronische Überwachung relativ träge. Wir haben bis zum Abschalten ein Zeitfenster von locker 40, 50 Millisekunden. Und eine Sicherheitskupplung, eine spielfrei arbeitende Sicherheitskupplung, hat eine Abschaltzeit im Rahmen von etwa 3 bis 5 Millisekunden. Das ist der Zeitraum, über den man spricht. Also ist sehr viel schneller. Und gerade wenn man sich vorstellt, da ist ein Antrieb, der mit 1500 Umdrehungen läuft, da kommt es auf jedes Hundertstel Sekunde an, um den Antrieb auch wirklich lasttrennend zu fahren. Das hört sich ja alles sehr gut an, aber es gibt ja auch Maschinen und Anlagen für sehr hohe Drehmomente. Gibt es dafür auch einen Überlastschutz? Die gibt es. Wir arbeiten da nach dem gleichen technischen Prinzip. Es ist konstruktiv nur etwas anders gelöst, weil ich da nicht mal eben mit zwei Fingern die Kupplung wieder zurücksetzen kann. Aber wie das funktioniert, zeigen wir in einem separaten Beitrag. Vielen Dank für deinen Beitrag und dass du mich heute unterstützt hast. Wir danken Ihnen, dass Sie uns bis zum Ende zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal.